Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World The Game. Heute bringen wir wieder zwei neue Dinos, beziehungsweise auch ältere Dinos, auf die Stufe 40. Und dann will ich mal ganz kurz was gucken, was am Ende passiert. Und ja, dann als erstes sammeln wir ganz kurz unseren Pack ein. Gucken, was da drin ist. Ist eh meistens nichts mehr Gutes drin, weil wir zu hoch sind. Ach, und nochmal, ich mache die zweite Nummer auf. Kurze Info nochmal an euch, weil bei mir ist es halt so gewesen, aber ich wollte es ja eh. Ja gut, da schließt sich einfach das Spiel. Ich glaube, das Spiel möchte es nicht, dass ich euch sage. Also, passt auf. Ihr wisst ja, ich habe VIP. So, falls ihr irgendwann auch mal das machen solltet, auch nur für einen Monat oder so weiter, kündigt das dann, weil ansonsten ziehen sie euch einfach nach dem nächsten Monat das Geld ab, wenn ihr es nicht gekündigt habt. Sagen wir, ihr habt einen Monat gemacht und dann zieht das einfach ab. Ihr habt jetzt ein Jahr zufällig gemacht, dann ziehen sie euch für das nächste Jahr auch nochmal 100 Euro ab. Also wie gesagt, deswegen halt, ich habe jetzt auch wieder 100 Euro bezahlt, aber wenn ich hier sehe am Ende, ganz ehrlich, wo ist hier ein Jahr? Nein, ich denke mal, das kommt noch. Hier wird sich ja im Spiel ja auch noch etwas ändern. Also, passt auf. Was habe ich jetzt vor? Erstens einmal hier das Abzeichen hier nehmen, denn hier oben, ja, wir haben jetzt ein neues. Und zwar haben wir jetzt natürlich was Besseres, ein Terizino. Nein, ganz ehrlich, ist nicht besser. Mal gucken, wie es ausschaut. Einmal bearbeiten. Hier ist es. Aktualisieren. Warte mal, dann geht's ja jetzt weiter. Oh, sehr schön. Okay, Terizino. Ja, du kannst dort bleiben. Okay, was habe ich noch? So, dann gehen wir als erstes hier hin. Denn das hier wird der erste sein, der die Stufe 40 in dieser Folge erreichen wird. Der Beutellöwe. So, wir kennen ihn ja, wie er ausschaut circa. Er sieht gut aus. Er sieht wirklich gut aus. Er ist halt sehr, sehr schwach. Aber er sieht gut aus. Junge, ist klar. So, einmal platzieren bitte. Passt so. Und jetzt. Ja. Es wird zwar ein bisschen Essen kosten. Ist aber kein Problem. So, dann einmal essen nochmal. Gönn dir nochmal ein Dodo, bevor du eine Kreuzung bekommst. Mahlzeit. Warte mal. Okay, der hat keine. Nee, warte mal. Von denen hat ja eh gar keiner eine Kreuzung, wa? Vielleicht kommt das auch irgendwann nochmal rein. So, Beutelöwe. Da habe ich dich doch. So. Also, einmal entwickeln bitte. Natürlich sofort kreuzen, denn wir haben 4 Stück. Starten bitte. Und das ist er. Zeige dich. Er sieht halt gut aus. Yo. Nicht schlecht, der Kleine. Er sieht gut aus. Er sieht wirklich gut aus. Er hat jetzt nicht die ultimative krasse Veränderung gemacht, aber wenn man es sehen kann... oh Gott. Ja gut, er hat schon eine krasse Veränderung durchgemacht. Also wenn man schon sehen kann, so, dann zu so, dann einmal das hier und dann... Alter. Okay, sieht schon fett aus, kann man so sagen. Es ist ein richtiger Brecher geworden. Schön. Aber es ist halt, stark ist er, aber er hat sehr wenig Energie. Tut mir leid, Kollege, aber dich können wir nicht so oft gebrauchen. So, dann darfst du noch einmal essen, okay? Ist es, mein breiter Tier. Aber es ist halt wirklich breit. Ist bei den meisten aber so. Sehr schön, Mahlzeit. Jo, perfekt. Okay. Ey, wo ich jetzt gerade den Schnee und so weiter draußen sehe hier, also hier. Ja, auch hier in Real Life wird es langsam kälter. Und ich freue mich schon an den Tagen, wo Schnee draußen ist, aber wo es nur kalt ist, da freue ich mich nicht drauf, denn es ist kalt. So, Beutelöwe, ja, du hast die Stufe... Oh, warte mal. Stimmt ja, ich streichel ihn. Und jetzt einmal schlagen. Hopp. Hey, ruhig, Kleiner. Ich habe hier das Sagen. Okay, aber ich kümmere mich gut um ihn. So, einmal zurück bitte, denn... Es kommt jetzt der Nächste. Er hier. So, da müssen wir jetzt aber ganz kurz jemanden noch hochbringen, damit wir die überhaupt haben. Da mache ich aber ganz normal, weil 30 Dollar, ey, ist nicht viel. Und guck mal, es ist schon fertig. Dann machen wir einmal sammeln, platzieren bitte, zack. So, dann füttern wir ihn noch mal ganz kurz. Ja, gehe zu. So, dann 70. Ich glaube, das gibt jetzt dann 49. Nein, ich habe weitergemacht. Na, egal. Bitte einmal. Ja, gut. Da war ich ein bisschen zu schnell gerade. Bevor wir den jetzt aber machen, haben wir noch was anderes vor. Denn wir wollen den Beutellöwe auch mal ausprobieren.
Ach, warte mal. Ja gut, passt, wir können es bei den letzten benutzen. Guck mal, so sollte es ganz gut laufen. So, dann wollen wir doch mal. Beutelöwe, let's go, zeige dich. Aber erst später. So, Forus Rakus. Nein, wir hätten angreifen können. Der wird tot. Er wird tot. So, 2 Punkte. Okay, 1 Punkt nur noch. Was tust du, Kollege? Komm. Ey. Meine Glückwunsch. So, du hast jetzt aber keinen Punkt mehr. Beutelöwe werde ich jetzt noch nicht einsetzen, weil ich will halt die komplett letzte Attacke sehen. Ich will gucken, dass er richtig zerfleischt. Deswegen halt müssen wir ganz kurz warten. Migistokurus. Hi. Was machst du? Du kannst mich ruhig komplett angreifen. Du hast eh keine Chance. Und er greift natürlich komplett an. No problemo. So. Wait a minute. Ich habe den gerade getötet. Oh. Na, ist egal. Dann müssen wir jetzt kurz ein paar Punkte sparen, damit wir da überhaupt zurechtkommen. Aber kriegen wir schon hin. So, Megistoterio. Moin. Du bist leider mit einem Schlag bist du tot. Du kannst versuchen, mich anzugreifen. Es nützt nichts. Eieiei. Aber ist halt auch ein schwaches Team. Wir durften richtig komplett auswählen. Ist ein bisschen unfair gewesen. Aber ja, wir sparen jetzt nochmal, damit wir volle Punktzahl haben. Er greift jetzt mit voller Punktzahl nochmal an. Siehste, und wir können mit unserem Beutelöwe komplett angreifen, damit er vernichtet wird. Ey, sehr gut. Ersten Kampf schon mal fertig gemacht. Na los. So, dann wollen wir doch mal. Beutelöwe. Ey, da kommt er reingeschlittert. Sehr schön. Ach Leute, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Soll ich irgendwann mal eine Folge mit Facecam aufnehmen? Ich weiß zwar nicht, wo ich sie hier hinpacke, weil guck mal, überall ist irgendwas. Ich könnte sie, wenn, halt nur hier hinpacken, weil es am besten... Oder halt, ich setze es hier hin, aber dafür sperre ich trotzdem halt irgendwas. Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll, deswegen halt... Keine Ahnung, I don't know. Egal, lass mal schon mal Beutelöwe angreifen. Komm, fass! Oha, schön. Aber es ging halt sehr, sehr schnell. Ui, was ein Brecher. Er sieht schon gut aus von der Farbe her. Sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir ihn jetzt gesehen. Ich werde jetzt in dieser Folge auch noch vielleicht was anderes machen. Und zwar den hier. Wir müssen den entsperren. Wir brauchen aber den Diplotator. Aber ich habe mir einige Diplotatoren gekauft. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Diplotatoren. Und, ach hier, stimmt ja. Einlösen, bevor ich es vergesse. Vielleicht kriegen wir da auch noch was Gutes. Und, yo, Antarctopelta. Habe ich noch nicht. Cool. Ey, sehr schön. So, dann holen wir ganz kurz mal unseren Indominus Rex raus, weil das war eine Mission von mir. Moin, moin. Ja, wir haben wieder einen alten, also einen zweiten sogar. Spiel ging wieder aus. Ja, leider passiert das in letzter Zeit öfters. Gerade bei mir auf dem Handy, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir auf dem Handy, Alter, es geht so oft aus, das ist unglaublich. Also, das ist in 10 Minuten stürzt es 4-5 Mal locker ab. So, Indominus Rex, moin moin. Den könnten wir ja eigentlich auch hochbringen, gell? Machen wir jetzt ganz kurz mal, weil... Damit ich wieder auch einen stärkeren habe von normalen Indominus Rex. Weil ich will jeden haben, gerade einen Indominus Rex. Ey, den kann man immer gebrauchen, er ist halt sehr, sehr stark. So, Baby, du kommst dahin natürlich. Sehr schön, schön, dass wir dich wieder hier im Park haben. Das lösen wir natürlich ein alles. Immer schön einsammeln, kann man gute Punkte kriegen. Oh, hier auch wieder. 3 Stück sogar. Oha, wir haben wieder hier 2000 noch was. Ich weiß zwar nicht, wie viel man für ihn braucht, aber das werden wir gleich sehen. Diplotator, kommst du? Ah ne, warte mal, haben wir denn jetzt alles frei? Ja. Nee, warte, das würde mir zu viele Dollar kosten. Nee. Wir kümmern uns um ihn hier. Denn bei ihm hatte ich eigentlich was ganz Spezielles vor. Also, wir können ihn ja kreuzen zu den Giganocephalos, den wir noch nicht hatten. So, so viel ich weiß. Ja, guck mal, siehst du? Hatten wir noch nicht. Entwickel bitte eine sofortige Kreuzung und komm heraus. Wie siehst du aus? Ja, sieht eigentlich aus wie der Enki. Also ist jetzt nichts wirklich Spezielles so. Ey, schöne Farbe hast du bekommen. Ich wollte gerade sagen, ist er weißer geworden? Nee, das hier ist er. So, einmal bitte einsammeln. Stimmt, das habe ich... Ah doch, habe ich gerade eingesammelt bei dem Beutellöwe. Also, er sieht schon gut aus, ne? Hat hier einen Schwanz wie ein Biber, so eine Art so ziemlich breit. Cool. Okay, aber auch natürlich wie ein Enki. Aber ansonsten, ja, er hat vorne einen großen Horn, was sich hier in der Mitte durchzieht. Aber ansonsten, ey, nichts Spezielles. Deswegen gehen wir über zu der richtigen Kreuzung. Einmal verbinden bitte. Und
Ja, der Giga verschwindet jetzt auch. Dennoch, sofort kreuzen. Das ist er. Er sieht gut aus, glaube ich jetzt. Giga, dich konnten wir eh nie gebrauchen. Du warst halt ultra schwach. Aber das ist er. Der Giganocephalus. Oh, der sieht aber gut aus. Oder? Was? Wie findet ihr ihn? Ich hoffe, ihr findet ihn auch gut. Ich mag ihn irgendwie. Ich mag auch seine Grafik, die er da gerade hat. Aber sobald er jetzt wieder im Park reinkommt, sieht er ein Ticken anders aus. Nee, warte mal. Du kommst. Ja doch, dann... Ich lasse dich hier oben. Und wir haben ihn damit freigespielt. Erinnert mich irgendwie an eine Schildkröte. Aber er sieht halt anders aus. So, Freunde, das ist er. Ey, er sieht gut aus. Und wisst ihr auch, warum ich ihn gemacht habe? Weil ich will ihn in Zukunft komplett hochbringen. Denn, einmal streicheln bitte. Ui. Hä? Warte mal, macht er das auch wieder Trike? Also es sieht halt so aus. Ey, sein Schwanz ist brachial da hinten. So, dann einmal so. Nee, erinnert mich an Gürteltier. Hier, wegen hier oben. Das sieht halt wirklich so aus. Eieiei, ist echt ein fettes Tier. Und sein Gesicht, ey. Mir gefällt sein Gesicht am meisten. So, aber warum ich ihn gemacht habe, ist natürlich, wir wollen die letzte Stufe sehen. Und die letzte Stufe ist ganz ehrlich nicht so ultra krass, aber mir gefallen die Farben, die er am Ende bekommt und seine großen Stacheln. Aber ansonsten hat das keine ultimative Veränderung. So, und zwar wollte ich das hier machen. Deswegen. Nee, warte mal, das ist er ja gar nicht. Und zwar wollte ich den hier haben. Oh, warte mal, jetzt sehe ich erst. Das ist er. Er sieht einfach so gut aus. Ich muss ihn haben. So, deswegen halt. Eieiei. So, gut. Aber wir wollen ja den hier auch nochmal im Kampf sehen. Und ich habe noch eine Kreuzung, die will ich gerne machen. Wait a minute. Ihn können wir. Sofort ausbrüten. Zeig dich nochmal. Stimmt, den haben wir ja auch noch. Nice. Den können wir dann gleich hochbringen, weil... Ach, pass auf, machen wir jetzt ganz kurz. So, wir kennen ihn. Das war ja eine Kreuzung. Und den... Oh. Gut, dass du nicht allzu viel kostet. Ich dachte, ich hätte noch eine sofort kreuzen. Ach so. Gut, dann brüten wir gleich noch jemanden aus. Aber guck mal, ey, es geht schnell. Sammel bitte. Zeige dich. Ich hoffe, du wurdest ein bisschen stärker. Ja, es ging. Von der Energie her wurde er ziemlich gut. 1221 kann sich schon sehen lassen, ne? Aber er ist halt immer noch nicht so strong halt. Ja, dass er so strong ist wie... Oh, nice. Er sieht gut aus. Aber mein kleiner Süßer, mit dir kann ich noch nichts anfangen. Sorry. Pass auf, ich würde sagen, den wir neu bekommen haben, Antarktopelter. Ausbrüten bitte. Den sehen wir jetzt zum ersten Mal. Du bist ja nackt. Guck mal, der hat einen Biberschwanz. Eieiei, du kommst hier oben jetzt erstmal hin. Oh, wir haben Abzeichen bekommen, sehr schön. Okay, nicht wie ein Biber. Okay, aber Kollege, wo sind deine Sachen? Ah, zum Schluss bekommt er sie. Der ist nackt. Also so sieht er halt aus im Gegensatz zu den anderen. Ist mal ganz kurz, du brauchst ein bisschen. Eieiei. Okay, krass eigentlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber sieht, wie gesagt, an sich sieht er... Ja, mittelmäßig aus. Also nicht der Rede wert. Aber ist schon süßer. Oder eine Süße. Sehr schön. Gefällt dir, ne? Soll ich dich weiterkrauen? Nein, 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 nein. Ich schlage dich jetzt. Weil ich will das alles immer sehen. Sehr gut. Aber mehr bekommst du auch nicht. Er ist aber eigentlich gar nicht mal so schwach für den Anfang. Es geht. Und jetzt wollen wir noch jemanden ausprobieren. Und zwar ihn hier. Ich werde den jetzt eventuell mitnehmen. Aber es kann sein, dass wir sterben werden. Ja, ja. Ihr kennt mich ja. Ich will das halt immer ausprobieren. Problem ist halt, wenn ich ihn jetzt wirklich mitnehme, es kann sein, dass wir wirklich sterben werden. Aber ey, es dient zum Ausprobieren, okay? So sehen wir schon mal ganz geile Viecher. Weil die Dinos sehen wirklich gut aus. Den kennen wir ja selbst. Sieht ultra sick aus. Wir sparen jetzt extra. Ich hoffe, der greift jetzt auch mit seinen Punkten an, damit er schon mal gone ist. Hallo, Nokmios. Okay, er greift an. Schon mal sehr gut. Somit ist der erste Indoraptor schon mal weg. Ist schon mal ein großes Problem eigentlich. Aber ey, ist egal. So. Ach, warte mal. Wir schaffen es gar nicht in diesem Fight, die vollen 8 Punkte zu bekommen. Mit unseren 9. Oha. What the hell is that? Okay, wir haben ein dickes Problem. Wir haben ein dickes Problem. Ich kann ihn nicht fertig machen. Ach du Kacke. Okay, okay, das hätte ich jetzt... Nein!
Oh Gott. Oh, Mist. Er wird uns jetzt kalt machen. Bitte lass mich für diese Runde, bitte. Nur einmal Punkte sparen. Bitte, 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 bitte. Nein! Warum? Warum? Kollege, du kannst ihn doch nicht wehtun. Ich wollte doch nur seine letzte Attacke sehen. 1400. Ich habe keine Zeit zum Sparen. Okay, dann müssen wir jetzt... Ja. Ey, hätte ich einen starken mitgenommen, wir hätten jetzt gewonnen. Wir hätten jetzt easy gewonnen. Aber leider kann ich nur das machen. Ich wüsste nicht, wie ich bei seinem Damage meine Zahlen noch hochkriege. Ging halt nicht. Mist. Ein Schlag hat gereicht und ich bin tot. Gute Nacht. Also ich bin jetzt extra in einen erneuten Kampf reingegangen. Den wir aber verlieren werden, weil er hat wirklich bessere mit. Viel, viel bessere. Deswegen halt gehe ich nur auf Punkte und versuche halt nochmal die letzte Attacke von meinen Kollegen hier zu sehen. Ja, er gibt einfach zu viel ab, Mann. So, dann will ich wenigstens seine letzte Attacke sehen. Ja, können wir eh nicht gewinnen. Er hat noch ein Fleischfresser, ist egal. So, mal sehen. Aha! Ja, und jetzt hätte ich gern seine Siegerpose gesehen, aber wir können es nicht. Ist egal, Haivogel. Hey, ich höre gar keine Geräusche, ich wollte gerade sagen. So, 4 Punkte und ich bin tot. Hat er gut gemacht. Wir haben halt einen sehr schwachen mitgenommen. Aber ist egal. GG an ihn. GG, Niederlage. Tut mir leid, Kollege. Schon die zweite Niederlage und er kam jetzt erst im Park rein. Ja, Freunde, aber das war's erstmal. Ey, wir haben coole neue Dinos gesehen. Gefällt mir auf jeden Fall unserem Park. Entwickelt sich immer weiter, immer weiter. Ich hoffe auch natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.